Wie werden Sie denn das Weihnachtsfest in diesem Jahr zelebrieren? Gemeinsam mit meiner Partnerin und meinen zwei Kindern. Und heute lassen Sie sich hier noch testen. Warum? Wir werden am 25. meinen Vater treffen. Ja. Und der ist 85 Jahre alt. Und damit wir einfach auf Nummer sicher gehen, dass niemand von uns eben jetzt Kindern und Enkelkindern den Virus mitbringt, haben wir gesagt, wir gehen alle testen und gehen auf Nummer sicher, dass wir nicht infektiös sind. Zu Hause mit meinen Kindern. Und wie war es jetzt nach dem Test? Problemlos und flott. Sehr gut organisiert. Naja, mal schauen, wie der Test jetzt ausfällt und dann sehen wir es eh, ob es zu Hause ist oder in Wien. Etwas anders als sonst üblich. Was wird Im kleinen anders? Kreis mit meiner Frau den Heiligen Abend und mit den Enkelkindern und Kindern ganz vereinzelt am 25. Und jetzt lassen Sie sich noch testen. Warum? Genau. Weil ich auch meine Mutter besuchen möchte im Pflegeheim und dort ein Test auch gefordert ist und auch notwendig ist und sinnvoll ist. Jetzt ist es ja so, dass beim ersten Mal bei den großen Massentests relativ wenige Menschen nur mitgemacht haben. Diesmal in Wien ist alles ausgebucht, auch bis zu den Weihnachtsfeiertagen. Worauf führen Sie das zurück? Also ich finde es großartig, dass es jetzt funktioniert. Und ich glaube natürlich, die Sorge um die Verwandten, älteren Verwandten, spielt eine große Rolle im Hinblick auf Weihnachten. Bei den eigentlichen Massentests gab es absolut keinen Anreiz dafür, sich testen zu lassen. Das war ziemlich offensichtlich. Gerade bei einem Test, der immer wieder falsch positiven Ergebnissen produziert, wenn es der Schnelltest ist und dann, ja, ich meine, welchen Anreiz gibt es dafür, dass man das macht? Ich meine, jetzt gibt es natürlich den Anreiz, dass man Leute sehen wird, an denen es einem was liegt und ja. Das ist da ein bisschen anders. Ich mache ganz einfach mit, weil ich hier arbeite. Ich bin gerade gekommen aus meiner Schicht und jetzt mache ich natürlich mit, ist ja klar. Also ich glaube, bei dem Massentest damals wurde es einfach schlecht kommuniziert. Es ist den Leuten, es wurde, man hat es nicht geschafft, den Leuten rüberzubringen, wie sinnvoll die Massentests sind und wie sehr man wirklich mit diesen Tests andere Leute schützen kann. Wieso glauben Sie, haben jetzt so viele Menschen mitgemacht und es gibt ja auch keine Termine mehr bis Weihnachten und beim ersten Mal nicht? Angst haben vor Weihnachten, dass sie sich gegenseitig anstecken. Also das war, glaube ich, nicht gut, so bald anzufangen und jetzt ist es offensichtlich gut.